Der Premierminister ist weg. Ja, der Feigling ist geflohen. Genosse, die UdSSR ist am Ende. Deshalb müssen wir uns beeilen. Hey, ich flehe Sie an. Bitte. Was ist das? Ist das so eine Art Fluchtweg? Nein, nein. Vor 12 Monaten hatte ich die Verantwortung für ein streng geheimes Projekt. Was immer es auch ist, es ist zu spät. Bei allem Respekt, General, das ist ein Irrtum. Bitte. Sie werden sehen, die Zeit ist nämlich auf unserer Seite. Nein, 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 sie ist nicht bereit. Sie wurde noch nicht getestet. Wir wissen nicht mal, ob sie funktioniert. Ob was funktioniert? Meine Zeitmaschine. Bitte geben Sie diese Koordinaten ein. Nein, bitte, bitte. Los! Oh nein, 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 bitte, nein. Sie ist noch nicht getestet. Rein da! Na gut. Meinen Sie das etwa ernst? Kommen Sie, General. Es erwartet uns eine neue Welt. Kommen Sie! Nichts anfassen! Bitte unterlassen Sie alles, was das Raumzeitkontinuum stört. Wo sind wir? Brüssel. 1927. 1927? Auf der 5. Internationalen Solvay-Konferenz. Ist das Einstein? Ja, Doktor. Der Mann, der für die technische Überlegenheit unseres Feindes verantwortlich ist. Der Mann, dank dem Sie unbesiegbar sind. Was haben Sie vor zu tun? Meine Herren? Doktor! Nein! Ich verstehe nicht. Wir haben die Vergangenheit verändert und damit auch die Gegenwart. Ah, schön, Sie zu sehen. Ich habe die Frontberichte, die Sie angefordert hatten. Danke. Was haben Sie für mich? Bedauere, Genosse General, Premierminister Scherdenko. Die Alliierten ziehen sich zurück. Westeuropa gehört bald uns. Haben Sie gehört, General? Unsere Feinde sind besiegt. Augenblick, ich empfange gerade einen Notruf aus unserem nördlichen Stützpunkt. Sie greifen an! Es sind zu viele! Wir müssen evakuieren! Wer greift an? Die kaiserliche Kriegsmaschinerie wurde in Gang gesetzt. Seid klug und verweigert euch nicht dem Unvermeidbaren. Alle, die sich unserer göttlichen Bestimmung entgegenstellen, werden weggefegt vom Lauf der Geschichte. Entweder beugt ihr euch vor uns, oder ihr werdet aufhören zu existieren. General, scheinbar hat das Reich eine Großoffensive gestartet. Welches Reich, bitte? Das Reich der aufgehenden Sonne, natürlich. Wir haben jetzt also 2 Todfeinde? Wir setzen unsere Atomwaffen ein und vernichten sie alle.
Verzeihen Sie bitte, General? Unsere Nuklearwaffen? Unsere Atombomben? Oh, verstehen Sie denn nicht? Ohne Einstein keine Nuklearwaffen, weil wir das Raumzeitkontinuum verändert haben. Wer weiß, was damit alles in Gang gesetzt worden ist. So, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zu einem neuen, kleineren oder auch größeren, ich weiß noch nicht, LP-Projekt. Und es ist nicht nur ein LP, sondern sogar ein LPT. Ich spiele nämlich heute nicht alleine. Ich habe wieder meinen kleinen Lieblingsgast dabei. Sag doch mal Hallo. Hallo. Ja, der gute Alter, aka Kenji, aka was war... Musste ich alle Namen aufzählen. Ja. Wir spielen heute zu zweit und zwar im Koop-Modus die Kampagne von Command & Conquer Alarmstufe Rot 3. Weil wir haben uns gedacht, wenn dieses Spiel schon eine Koop-Kampagne hat, dann warum auch nicht eine Koop-Kampagne damit spielen? Und, genau. Ja. Wir müssen jetzt erstmal. Wieso kann ich dich gerade nicht einladen? Einladungen. Inaturo 42. Ich kann dich auf jeden Fall gerade nicht einladen. Ich hab eine Einladung. Ja, die ist aber nicht von mir. Okay, jetzt. Moment mal ganz kurz. Schauen wir mal, ob das jetzt geht. Nee, es geht immer noch nicht. Ach, wie ich die Technik liebe. Die Einladungsfunktion funktioniert bei mir auch nicht. Dein anderer Account ist ja immer noch offline, aber hier kann ich nicht auf Einladen drücken. Yay, technische Probleme. Hatte ich ja heute noch nicht genug. Ich kann dich aber auch nicht einladen. Ich melde mich nochmal ab und melde mich nochmal an. Jojo, probieren wir das einfach. Mir geht immer noch nicht. Moment, ich melde mich auch mal ganz kurz ab und wieder an. Vielleicht geht's ja dann. Du bist mir auch als Offline angezeigt. Ah ja, jetzt bist du als Chat drin. Ich kann dich aber immer noch nicht einladen. Wieso auch immer. Vielleicht müssen wir erstmal Kampagne starten. Das dann auch Korb gehen. Moment, probieren wir es mal so. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, wie das war. Fangen hier mit Sowjet-Kampagne an. Krieg ich erstmal ein Video. Ja. Ah, Kommandant. Sie sehen ja, unsere Lage ist alles andere als angenehm. Alle unsere Divisionen sind in Europa und kämpfen gegen die Alliierten. Dieses Reich weiß, dass wir im Moment verwundbar und leichte Beute für sie sind. Deswegen werden sie uns auch schnell besiegen wollen. In diesem Moment sind ihre Invasionstruppen bereits auf dem Weg in Richtung Leningrad. Ich habe sie ausgewählt für die Verteidigung der UdSSR in dieser schweren Stunde, weil ich einen Kommandanten brauche, der nicht an eine Niederlage glaubt. Jemanden, der unsere Feinde nicht bloß zum Rückzug zwingt, sondern erbarmungslos und hart zuschlägt sie.
demütigt auslöscht und gnadenlos mit ihnen umgeht. General Krukov, ich würde Ihnen gern unseren neuen Kommandanten vorstellen. Neuen Kommandanten? Ja, er wird für die Sicherheit von Leningrad sorgen. Obwohl ich Ihnen sagte, dass jeder Versuch, die Stadt zu halten, Wahnsinn wäre. Wenn Leningrad fällt, dann wird unser Volk den Glauben verlieren und die Hoffnung. Ja, nun, dann wünsche ich ihm viel Glück. Dem Reich sind wir technisch deutlich unterlegen. Und auch zahlenmäßig, glaube ich. Aber was soll's? Es ist eine Ehre, sich für das Vaterland zu opfern, ist es nicht so? In der Tat. Jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe ein Land zu verteidigen. Genossin Dasha ist Ihr Informationsoffizier und koordiniert unsere ganze Kommunikation. Danke, Eure Exzellenz. Kommandant, die Truppen des Reichs der aufgehenden Sonne rücken weiter vor. Beeilen Sie sich, Kommandant. Sie haben nicht mehr viel Zeit. So, Video vorbei, dann können wir jetzt mal hier weitermachen. Ich probiere jetzt hier einmal mal über den Koop-Dingens da und schau mal. Ja, jetzt ist der Einladungsbutton auch da. Ja, wo hättest du mich denn vorher einladen können? Also, hätte er sagen können, dass ich das danach auswählen muss. Also gut. Wir fangen hier beim ersten Level an. Wir haben das Ganze zwar schon einmal durchgespielt, das letzte Mal allerdings auf mittlerem Schwierigkeitsgrad. Wir spielen heute auf schwer, damit wir noch eine kleine Herausforderung hier mit haben. Also dann. Das Video kennen wir schon. Wir wissen wenig über die Invasionstruppen des Reichs, nur dass sie extrem mobil sind. Sie haben Leningrad eingekesselt und dringen in die Stadt ein über die Kanäle. Retten Sie unsere schöne Metropole. Sie ist ein Symbol der Volksrevolution. Wir haben Ihnen die legendäre Scharfschützin Natascha überstellt. Sie wird Ihnen helfen bei der Verteidigung der Stadt und der Abwehr der kaiserlichen Soldaten. Dos vidanje. Leningrad wird belagert. Schwierigkeit über auf schwer und dann legen wir doch gleich mal los. Ich habe noch nie auf schwer gespielt, muss ich dazu sagen, und es könnte ein, zwei Fails geben, befürchte ich, aber ich versuche mich... Dann haben die Leute wenigstens was klar zu lachen. Die Blockade des Reichs verhindert, dass wir auf der Insel landen können. Wir versuchen es mit einer Notlandeoperation. Sichern Sie die Festung mit unseren überlebenden Truppen. Ich habe zumindest Sowjet- und Alliierten-Kampagne schon mal auf schwer gespielt. Bitte warten. Erfolgreich, muss ich dazu sagen. Ja. Markiere Ziel für Luftangriff. Dos vidanje. Die Jagd ist eröffnet. Natascha kann die Tore bombardieren lassen. Natascha Volkova. So, ich habe hier unser schönes Kommando Natascha. Kommandos sind immer total overpowered. Ja. So, du solltest. Wieder eine Kerbe mehr. Das war's. Bin ich nah dran? Wie geht's weiter? Halt mich hier ein bisschen zu. Bin unterwegs. Wieder eine Kerbe mehr. Natascha kriegt das notfalls auch alleine hin. Bin unterwegs. Schlaf schön. Ja. Einsatzziel erreicht. Zur Info, die roten Einheiten gehören mir, die grünen gehören meinem kleinen Kollegen. Wie geht's weiter? Ziel erhalten. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Wählen Sie Ihre Kaserne aus und bilden Sie 5 Flak-Truppe aus. 5? Ich bilde 8 aus. Aha. Effektiv gegen Flugeinheiten und Fahrzeuge. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Wie geht's weiter? Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Grüße aus dem Reich der aufgehenden Sonne. Ich bin Commander Kenji Tensei und es wird mir ein großes Vergnügen bereiten, Ihre Stadt in Schutt und Asche zu legen. Neues Einsatzziel erhalten. Ja, jetzt kriege ich Ihre Facebook-Nachrichten. Gehe in Position. Bin unterwegs. Luftwaffe auf mein Zeichen. Ich
bin unschuldig, ehrlich. Ich bin zu allem bereit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Warten Sie, bis ich die Ketten los bin. Ja, Meister. Die Schmerzen sind hart. Los geht's. Macht sie fertig. Was wollen die Leute auf Facebook gerade? Ist er der Nächste? So viele Ziele, so wenig Zeit. Oh, fuck. Ja, bin unterwegs. Oh, Entschuldigung. Ja, ihr Männer. Nicht fluchen. Macht sie fertig. Feuer. Ich hab schon einen Sternflak-Trooper. Der Nächste. Ja, ich auch. Abmarsch. Ich werde dran denken. Luftunterstützung, los. Der zweite Stern sagt Opa. Bin unterwegs. Jemand bezahlt dafür. Ich habe auch zwei, dann noch zwei auf Rang 2 und noch einer auf Rang 1. Ich kriege immer was. Ja, ich bei will. Mir wurden leider zwei neue überfahren. Optionen. Ich bilde sie mehr Rekruten aus, um die Festung zu verteidigen. Ausbildung. Ich kriege immer was ich will. Gehe in Position. Ja, das ist der Unterschied Ausbildung zwischen mittel und schwer. Da kommen wesentlich mehr von denen. Ausbildung abgeschlossen. Luftwaffe auf mein Zeichen. Ausbildung abgeschlossen. Wie geht's weiter? Und los. Ausbildung abgeschlossen. Bin unterwegs. Mitten ins Schwarze. Abmarsch. Ausbildung abgeschlossen. Ich werde dran denken. Dos vidania. Ja. Und los. Die Jagd ist eröffnet. Gehe in Position. Noch. Ich werde dran denken. Gehe in Position. Ich finde immer Beute. Bin unterwegs. Den ersten Ansturm haben wir zumindest gehe mal überstanden. Gehe in Position. Einsatz abmarsch. Erreicht. Seien Sie nicht so zufrieden mit sich selbst. Der richtige Angriff kommt noch früh genug. Ich habe sogar zwei Rekruten mit Stern. Natascha Volkova. Das Reich hat mit dem Angriff auf die Eremitage begonnen. Sie enthält überaus bedeutende Schätze unserer Geschichte. Wenn wir sie retten, geben wir dem russischen Volk neue Hoffnung in dieser dunklen Stunde. Neues Bonusziel erhalten. So, was brauchen wir drüben? Ich mach das mit Natascha allein. Okay. Gut, dann lasse ich den Flakpanzer hier, falls noch weitere Hubschrauber kommen. Ja. Will jemand mitfahren? Ich bin unterwegs. Auch da. Heute werden viele sterben. Mitten ins Schwarze. Bin unterwegs. Die Jagd ist eröffnet. Der geht auf mich. Wieder eine Kerbe mehr. Gehe in Position. Bin unterwegs. Und los. Sie haben die Eremitage gerettet. Das wird unser Volk mit neuer Hoffnung erfüllen. Aber noch ist kein Grund zum Feiern, denn wenn die Festung fällt, ist alles umsonst gewesen. Ihre Truppen werden an der Festung gebraucht. Mit ihrem Bullfrog können sie über den Kanal schleudern. Finanzmittel. Ich werde dran denken. Transporter steht bereit. Wir haben noch mal ein bisschen mehr Kohle bekommen. Ausbildung. Sehr gut. Ja? Noch drei Flak-Trupper. Flak-Trupper meldet sich zum Dienst. Flak-Trupper meldet sich zum Dienst. Ich zeige Ihnen die Gegend. Kein Problem. Flak-Trupper meldet sich zum Dienst. Die Festung wird angegriffen. Die Truppen des Reichs nähern sich auf den Kanälen von allen Seiten. Die Festung darf keinesfalls fallen, Genosse. Ausbildung abgeschlossen. Jetzt zeigen Sie doch mal, wie Sie sich gegen die Schlachtschiffe des Tenos behaupten. So, ich glaube, wir kriegen gleich den Satelliten, ja? Wir stellen Ihnen unsere gesamten finanziellen Reserven zur Verfügung. Okay, wir haben nochmal ein paar finanzielle Reserven bekommen. Halt die auf Reserve. Fuck. Mein Panzer. Hallo! Luftwaffe auf mein Zeichen. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Die Jagd ist eröffnet. Ich erledige mal die Schlachtschiffe. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Muss ich das Ding tragen? Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Keine Satelliten, was? Keine Satelliten. Ich kriege immer, was ich will.
Noch nicht. Ich roste nicht, wenn ich nass werde. Natascha kann in den Kanälen schwimmen, um Luftangriffe gegen die Schlachtschiffe anzufordern. Wir haben noch 38 Panzerung, das reicht noch. Ab hier laufe ich. Gehe zum Wir haben jetzt Zugriff auf unsere neue Waffe, den Magnetsatelliten. Dieser Orbitalmagnet, müssen Sie wissen, kann auf ein einzelnes Fahrzeug ausgerichtet werden. Setzen Sie ihn klug ein. Waffe links unten. Öffnen Sie das also links. Und wählen Sie den Magnetsatelliten aus. Magnet- die beiden. Mache ich rechts. Der Magnetsatellit ist einsatzbereit. Richten Sie ihn gegen die Schlachtschiffe. Sie können den Magnetsatelliten steuern, um mehrere Ziele zu attackieren. Auch. Kommen noch mal ein paar Panzer. Das ist erst der Anfang. Sie werden mich bald wiedersehen mit den anderen Führern des Shogunats. Ja, von wo kommen Sie denn? Haben wir schon gewonnen. Die Festung Stettnok und Leningrad ist gerettet. Ausgezeichnete ja. Arbeit. Der Premier wird sehr erfreut darüber sein. Sieht zwar aus wie ein Schweizer Käse, aber mit ein bisschen Spucke und ein bisschen Klebeband kann man da wieder was retten. Ja, würde ich auch mal sagen. Krasner 45 haben wir als nächstes.